Ja, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Aachenerinnen und Aachener, ich will das noch mal ganz klar sagen. Der 8. und 9. Mai ist ein Tag der Befreiung und ein Tag des Sieges. Er ist ein Tag der Befreiung von dem übelsten Regime, was das 20. Jahrhundert hervorgebracht hat. Und er ist ein Tag des Sieges über dieses Regime. Und das ist ein Feiertag. Wir sollten den 8. und 9. Mai überall in Europa feiern. Und deswegen begrüße ich das außerordentlich, dass es diese Initiative gegeben hat von Esther Bejarano und 80.000 Petenten, den 8. Mai hier in Deutschland zu einem Feiertag zu machen. Und ich denke, man müsste diese Initiative auf die europäische Ebene heben. Und wenn ich von europäischer Ebene rede, rede ich von der gesamteuropäischen Ebene, in dem Fall vom Europarat, weil der auch für so Feiertage zuständig ist, dass wir einen Feiertag feiern, letztlich von Lissabon bis Vladivostok, in Russland, in Frankreich, in Großbritannien, in Island und so weiter und so fort. Wir brauchen einen wirklichen Feiertag vom 8. und 9. Mai. Und die Gründe sind ja hier heute ausgeführt worden. Und ich will vielleicht noch ein paar Sätze sagen, dass es natürlich auch immer wichtig ist, Lehren aus dem Faschismus, die ja in unserem Grundgesetz eingeschrieben sind, immer wieder auch zu verteidigen. Auch in diesen Zeiten gegenwärtig. Ich will auf eine Sache hinweisen. Es gibt zum Beispiel das Verbot von Militär und Polizei, die Aufgaben zu trennen. Das Verbot, dass die Bundeswehr etwa polizeiliche Aufgaben übernimmt. Und ich habe heute Morgen eine Information veröffentlicht, das ist jetzt auch in den Medien, dass jetzt im Zuge der gegenwärtigen Krise Bundeswehr angefordert wurde, etwa in Baden-Württemberg, um vor Flüchtlingsheimen Quarantänemaßnahmen durchzusetzen. Und ich denke, so etwas geht überhaupt nicht. Wir müssen auch in dieser Zeit sensibel sein bei allen berechtigten Einschränkungen, die es gibt. Die Grundrechte müssen verteidigt und wiederhergestellt werden. Und es ist ja sehr viel gesagt worden eben, was wir gerade erleben, die Waffenexporte, die Aufrüstung, eine wahnsinnige Aufrüstung, 2%-Ziel, die Ankündigung von Annegret Kramp-Karrenbauer mitten in der Corona-Krise, atomwaffenfähige Kampfflugzeuge anzuschaffen und so weiter und so fort. Das Manöver Defender 2020, was abgesagt wurde aufgrund der Corona-Krise, aber jedes Jahr wiederholt werden soll. Und die Grundlage all dieser Vorgänge, dieser Aufrüstung, die Grundlage ist ein Feindbild, was systematisch aufgebaut wird in den letzten Jahren. Das Feindbild Russland und auch jetzt in der Corona-Krise wird eine neue Kampagne lanciert, Europa- und NATO-weit, eine angebliche Desinformationskampagne von Russland und auch von China. Ich halte das alles für Unsinn. Wir brauchen kein Feindbild mehr. Wir brauchen Kooperation, mehr internationale Kooperation, Abrüstung, gerade in dieser Zeit der Krise. Die Linke unterstützt selbstverständlich die Forderung nach einem Feiertag. Heute ist übrigens in Berlin Feiertag, jetzt am 75. Jahrestag, ein einmaliger Feiertag, aber immerhin. Und ich will mein Bedauern zum Ausdruck bringen, das ist der Bundestag, obwohl wir die Initiative dazu gehabt haben und dass wir es gefordert haben, es nicht geschafft hat, jetzt in der vergangenen Woche eine Gedenkveranstaltung im Bundestag zum 8. und 9. Mai abzuhalten. Ich glaube, das wäre notwendig und es wäre auch notwendig, dass sich auch andere, auch Regierungsvertreter am 9. Mai einmal in Moskau zeigen, um an diesen Tag zu erinnern, so wie es hier
letztes Jahr viele Bürgerinnen und Bürger aus Aachen gemacht haben. Das wäre auch eine gute Initiative. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Es ist sehr lang geworden, sehr viel geredet worden heute. Ich will nur sagen, dass wir das alles unterstützen. Wir sollten mit Zuversicht, mit Engagement, mit Elan, mit Optimismus diese Forderungen in der Zukunft einfordern. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Feiert den 8. und 9. Mai. Ich sage deshalb 9. Mai immer wieder, weil das wissen vielleicht einige nicht, dass die Kapitulation, es gab zwei Kapitulationen, eine am 8. Mai 1945 gegenüber den Westalliierten und in Karlshorst in der Nacht vom 8. auf 9. Mai die Kapitulation gegenüber der Roten Armee. Und deswegen feiern die Russen den 9. Mai, da war die Zeit schon etwas fortgeschritten. Ich sage noch einmal Spasibo, thank you, merci für die Befreiung vom Faschismus, vom NS-Faschismus. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.